Ja, ich produziere auch nochmal Reinforce. So, die 50 Rotoren habe ich. Dann gucke ich mal zu den Reinforce. Ich habe noch 8 Reinforce Plates. Hier sind 10, 64, 72, ja? Ne, 75 brauchen wir, glaube ich. Ja, 75. Also hast du jetzt dann 72 oder was meinst du mit dazu gezählt schon? Ich habe jetzt 64, also wir brauchen jetzt 75. Leg einfach mal rein. Habe ich? 72, ja. Ja, das mache ich noch. Kriege ich schnell hin, ich brauche nur normal. Weil dann, glaube ich, schalte mal Kohle frei, glaube ich. Echt? Ich glaube nee, schon. Kohle schaltet man mit normalen Meilensteinen frei, nicht mit Space Elevator, glaube ich. Ja, aber die Meilensteine, die... Dafür ist ja der Space Elevator da, du schickst ja, ja den... Ja, damit wir die Meilensteine beim Hub selber wieder weit... Ja, und ich glaube, da schalten wir dann den... Hast du das gemeint, dass wir das, den Meilenstein dann einfach freischalten, oder? Mhm. Also, dass wir den halt dann anfangen können. Okay. Passt schon. So. Space Elevator. Hab alles. Ja. Nochmal für den Stream zeigen, für die Aufnahme zeigen, wie das aussieht. Ja, warte. Okay. Warte hier. Geht? Ja. Los. Ah ja. Hast du gestartet? Ah ja. Ja, ja. Startet jetzt. Ja, geht noch ein bisschen. Ja, da seht ihr es, der Ganze geht jetzt hoch und ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen, ne? Kommt gleich wieder runter. Glaube ich halt. Ich hoff's mal. Kommst du wieder runter? Ja. Okay, wir könnten jetzt die Tier 2 Logistics machen, also Conveyor Belts, MK2 und Coal. Ja. Okay. Warte mal, ich möchte selbst gucken hier. Das muss ich noch zeigen. Steel Production. Mhm. Ah ja, jetzt können wir Steel auch dann produzieren. Bekommen Inventory Slots theoretisch und ein Equipment Slot und die Sticks. MK3 Conveyor Belts. Ja, also das. Die sind ewig. Truck Station. Wir machen dann. Schauen wir dann einfach, dass wir relativ schnell alles mit den MK3 Conveyor Belts machen, weil wenn wir die Stahlproduktion wieder automatisieren und dann die stärkeren. Das Rotoren 25 kein Problem. Eigentlich ist das alles kein Problem. Nee. Sind ja. Wir schon bei. Ja, nee, gut. Dann würde ich aber sagen, ich mache jetzt mal Save. Dann mache ich hier wieder Save. Save 7 Ending Stream 2. So. Save. Zack. Gut, dann würde ich aber jetzt mal. Also für die Aufnahme würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns gleich. Nach einem Cut oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie das Ganze wieder geschnitten ist, sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal oder bis gleich und ja, ciao. Tschüss, ne? Ich gehe mal. Okay. Tschüss. Ciao. So. Und dann somit begrüße ich euch alle hier im Livestream und wieder im Live-Let's Play. Ja. Zu einer weiteren Aufnahme, ich weiß es nicht, doch, ich glaube, es ist so gecuttet, dass wir hier diesmal nach dem Cut sind. Der Sir Pig ist wieder mit dabei. Schöne Grüße. Okay. Ja, wir haben diesmal eigene Playlist am Laufen. Und ich hoffe, das passt jetzt mal alles, weil wir sind hier echt beim Rumtesten. Und für mich persönlich ist ja die Musik schon wieder ein bisschen zu laut, aber es geht eigentlich. Kannst du mal was sagen, so reden? Ja, haben wir jetzt... Ja, da bin ich zufrieden. Passt. Haben wir jetzt eigentlich schon Kohle? Nee, stimmt, genau. Ich habe offscreen eine Sache vorbereitet, die wir hier nicht im Stream, also das haben wir nicht letztes Mal gemacht, das habe ich jetzt vorbereitet
Und zwar, passt auf, ich habe hier unter Meilensteine, habe ich diesen Meilenstein hier schon mal fertiggestellt. Jetzt können wir das Ganze launchen lassen und haben nun Kohleenergie. Wo haben wir es denn hier? Power Coal Generator und... Oh, Vehicles, wir haben jetzt auch den Traktor und die Truck Station. Stimmt. Aber was genau bringt sich eigentlich der Traktor? Ja, der nicht also so viel. Ich meine, man könnte das... Man könnte halt manuell irgendwas farmen gehen und könnte das dann manuell hinbringen und abladen, aber... Ja, man kann mit dem rumfahren, aber für was ist dann die Truck Station noch? Ja, damit du die Items aus dem Truck manuell ausladen kannst. So, der hat ein eigenes Inventar. Okay. Ja, okay, das bringt sich Logistics halt für größere Produktionen in der Ferne eher was. Ja, wir können, jetzt müssten wir, obwohl Logistics MK2 müssten wir nicht mal lernen in der Theorie, wir könnten gleich MK3. Aber wir müssen zuerst die Stilproduktion lernen. Ja, zuerst Stahl, weil die MK3 halt auch Stahl brauchen. Aber ich mache trotzdem die Logistics MK2, weil das sind Sachen, die wir haben. Also warum nicht? Okay. Und unten die Bänder von Stahl selbst würde ich gerne auf MK2 upgraden. Das würde dann passen. Und ich habe hier noch, eine Storage Box für Concrete hingestellt. Das war dann so vom Prinzip eigentlich alles. Ja. 76 Kupfer. Ich baue mal irgendwo eine Storage, wo wir einfach mal irgendwie Zeug reinmachen, das wir nicht so brauchen gerade. Warum machst du dafür nicht einfach so ein Kistchen? Keine Ahnung. Storage, haben Storages mehr Platz, oder? Ja, okay. Schon ein bisschen. Nee, haben's nicht. Die haben sogar weniger. Okay. Dann halt so. Rotoren. Ja, dann schauen wir jetzt halt mal, dass wir von der von dem Biofuel wegkommen und alles mal mit Kohleenergie so machen. Dann würde das ein bisschen besser automatisieren können. Hä, wurde das jetzt wieder geupdatet? Hä, ich habe heute das Spiel gestartet und da waren alle Sachen, die man hier craften konnte, waren auf einmal in einer Kategorie. Also die waren alle kategorisiert und ich dachte, ja okay, das ist halt mit dem Update, das heute rausgekommen ist, gekommen. Aber jetzt gucke ich hier und jetzt sind diese Kategorien wieder weg. Das ist aber auch wieder ein Patch gekommen, glaube ich. Schade eigentlich. Kategorisiert? Ja, ganz kurz heute. Heute habe ich gestartet, dann waren die kategorisiert. Okay. Okay, strange. Ich freue mich schon auf das Zukunftsgedöns, wenn es dann endlich was Neues gibt auf meinem Kanal, aber eigentlich nicht auf diesem Kanal hier. Das ist eigentlich... Eigentlich ist es für Leute, die nur diesen Kanal schauen, ist es eigentlich unnötig. Aber es, ich habe mir jetzt was besorgt, womit ich dann auf einen der anderen Kanäle endlich was Neues bringen kann. Oder endlich mal was bringen kann. Ich such mal, haben wir jetzt schon MK2 Dinger? Ne, meiner noch nicht. Ja, dann sollten wir mal mit Kohle anfangen, oder? Ja, wohl eine Kupferproduktion wäre jetzt doch wieder gut. Langsam wird das mit den Wires echt teuer. Ja, genau. Und was wir jetzt auch gemacht haben, der Sir Pig und ich, wir haben uns gemeinsam mal an eine... Ich wollte es ja schon seit längerer Zeit machen, aber wir haben uns jetzt gemeinsam mal an eine... Allgemein-Playlist gesessen. So, also wir haben mal geguckt, dass man eine Playlist hat, die allgemein für ein paar Games gilt,
Wir sind aber echt nicht gut darin. Aber wir haben jetzt mal was, ein bisschen was quasi gezaubert und ich hoffe, das passt. Ein paar Liedchen kommen wahrscheinlich wieder raus, ein paar dazu. Aber wir haben schon mal das Grobe. Die ganze Playlist gibt's auch schon auf Alien Sounds, also da kann man sich die live geupdatet quasi angucken. So. Ja, es dauert noch. Ist so blöd, dass dieses Ding auch wieder runter muss. Komm schneller hier. Haben wir sonst eigentlich noch irgendwo Kupfer? Oder gar nicht? Nee, ich glaube, das war es jetzt relativ der. Ja, ich habe noch ein bisschen Kupfer im Inventar. Kupfer brauchen wir tatsächlich sehr, sehr viel, ne? Ja, ich kann hier mal einen Smelter aufstellen. So, Smelter. Und ja, Smelter reicht eigentlich. Obwohl, wir brauchen ja nur Kupferkabel, also. Zack. Hier rein. Dann müssen wir noch eine Miner bauen, was ich sogar bauen kann. Der Miner kostet auch nicht viel. Ja, aber halt einen händischen Miner. Und ich dachte jetzt nicht, dass ich so einen dabei habe. Ich such mal Kohle. Kupferingots und hier Wires. So. So, dann ist das mal wieder angeschlossen. Dann sollten wir hier jetzt Wires produzieren. Okay, wir brauchen Strom. Organization. Da ist ein Mercer's Fair. Das ist jetzt blöd. Ich gehe weg. Will eine Conveyor Belt Straße quasi machen und habe keine Platten dabei. Tja. Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Na gut. Zum Beispiel alle Biomass-Sachen waren heute kategoriert eigentlich. Wohin packen wir jetzt eigentlich die Kohlegeneratoren? Ja, also ich würde sagen, wir bauen halt eine Kohlemine und transportieren halt von da aus zu den Stationen, wo wir es brauchen. Klar. Weil wir bauen ja überall quasi kleinere Stationen, die dann zum großen Lager führen. Also es würde ja nicht hier eine Fabrik, zum Beispiel bei Kupfer drüben kommt ja wieder so ein Dingchen. Also hätte ich mir jetzt so gedacht. Ich glaube, das wäre ganz sweet eigentlich. Ja. So, Kirchen, zack. Gut, dann. Flup, flup, flup. Hier noch. Da noch. Und hier noch. So. Yellow Shards. Okay. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall unter Logistics haben wir MK2. Das ist schon mal von Vorteil, weil ich möchte hier, packe ich das jetzt mal hin auf die 7. So. MK2, ich möchte hier nämlich schon mal die... Ach so, ja, kein Strom.
Mist. Du läufst, du läufst. Du bekommst, reicht das? Nee. Zack. Hier noch. Ach Mann. So. Hier gibt's viele Leaves. Da müssen wir jetzt halt, da müssen wir halt jetzt nochmal durch, müssen wir uns Biofuel ganz, ganz viel machen. So. Zack. Tada. So, dann, wo haben wir es denn hier? Biofuel. Biomass Leaves und Biomass Wood können wir auch ein bisschen machen. Dann machen wir uns Biofuel und dann... Ach, ich hoffe, das reicht jetzt, weil das ist echt... Echt ein bisschen Abfuck hier. Mit dem Strom. Aber wir kümmern uns ja gerade um Kohle, ne? Ja, bin schon dabei. Komm schon mit dem ersten Conveyor Belt. Wir sind die nächste Kohle. Okay, das scheint zu reichen. Das ist halt jetzt ein MK1 Conveyor Belt, aber ist bei Kohle eigentlich eh nicht so schlimm, weil die Generatoren füllen sich eh relativ schnell auf und brauchen an sich nicht viel Kohle, um viel Energie zu erzeugen. Okay, Kupfer läuft, da unten sollte auch wieder alles laufen. Dann kann ich jetzt die Screws zu MK2, dann sollten wir es halt bekommen. Aber uns ist, als wir das Spiel privat gespielt haben, ist uns eigentlich aufgefallen, dass es zumindest für uns persönlich ja irgendwie leichter war, alles auf MK3 zu upgraden, als wie auf MK2. Aber ich glaube, wir haben einfach halt... Normalerweise würde man halt gucken, dass die Reinforced Iron Produktion schneller ist. Und da haben wir uns genau wie dieses Mal auch, glaube ich, nicht so extrem drum gekümmert. Ja, wo wir vorher gespielt haben, da... haben wir schon die Stahlproduktion vorher angefangen, bevor wir überhaupt MK2-Dinger hatten. Und dann haben wir halt diesen Meilenstein erst entdeckt, haben das auch freigeschaltet, erstmal alles mit MK2 ausgetauscht und dann gesehen, dass es noch MK3 gibt und dann alles mit MK3 ausgetauscht. Also war nicht sehr effizient in der Weise. Aber jetzt wissen wir es ja schon, machen es hoffentlich auch besser. Wo soll ich jetzt die Generatoren hinpacken? Hier unten direkt da vorm Space Elevator eigentlich. Also da, wo jetzt der Space Elevator ist, kannst du eigentlich... Links davon halt, oder? Hier so, ja, auf die Plattform quasi, also hier... Ja, die Plattform erweitern. Ja, die erweiterst du ab hier raus, würde ich sagen, hier so.
es muss halt schon groß werden, weil wir irgendwann relativ viele brauchen. Ja, der Space Elevator, den kannst du ja abreißen. Ich erweite mal nach hier einfach. Dass das halt eine schöne Plattform ist. Auch ein bisschen Concrete. Ja, Space Elevator. Den können wir dann auch auf die Plattform irgendwie draufpacken. Strom ist alle. Ja, ja. Warum ist Strom alle? Weil es noch nicht mit Kohle läuft. Gut, dann brauchen wir... Haben wir nicht noch irgendwo... Hier. So, dann haben wir jetzt hier... dreimal Energy Cells. Die werden wir dann gleich verwenden. Aber, jetzt muss ich mal gucken. Du hast nichts mehr an Fuel. Biofuel? Nee. Ja, Biofuel. Dir fehlt... Nicht. Nee, nee. Ich meine, die Maschine. Ach so. So, jetzt. Jetzt läuft alles wieder. Wir leben hart am Limit. Ich find's nur lustig, wie Minecraft Modded irgendwie ein, unter Anführungszeichen, besseres Energiesystem hat als dieses Spiel, was hier eigentlich drauf aus ist. Weil bei Modded Minecraft muss man ja ein bisschen mehr auf Energie aufpassen. Da hast du ja genaue Zahlen und du kannst Energiespeicher machen und kannst dann durch verschiedene Kabel verschieden viel Strom durchlassen. Aber hier ist es einfach, du hast ein Stromnetz und siehst anhand der Generatoren, ob du halt genügend produzierst oder nicht. Es gibt keinen Speicher, es gibt gar nichts. So, du baust langsam ab. Okay, damit produzieren wir im Überschuss. Mit einer Energiezelle, das wird also schon reichen. Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier... Hier sieht es auch noch gut aus. Ist nur die Frage beim Schmelzer. Ob der Schmelzer noch genügend bekommt. Hier sind wir falsch. Hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Was? Oh, okay. Auf jeden Fall, dieser hier bekommt jetzt momentan immer genug, dass wenn er einmal durchläuft, kommt dann eine Platte. Ah ja, da kommt schon Kohle. Ja, die Rods laufen auch. Ah, hier haben wir Katarium-Ohr. Warum sagst du mir das denn nicht? Zack. Katarium? Ja, das hast du hier reingelegt. Boah, keine Ahnung. Gut, dann gehe ich das mal scannen. Ich habe gesehen, es gibt auch Alien Organs zum Scannen.
Ach so, was haben wir denn jetzt hier? Ach, Stahlproduktion. Okay, ja, gut. Katarium-Ohr. Ach, da brauchen wir 25 und ich habe... Wir haben schon eine Stahlproduktion? Nee, nee, das ist jetzt das, was wir hier freischalten. Habe ich es jetzt nicht mitgenommen? Ach so. Jetzt habe ich es liegen lassen, ich Idiot. Ich habe schon mal einen Generator hier platziert. Zack. Und betreibe den jetzt auch. So. Katarium wollte ich jetzt holen, genau. Hä, warum haben wir denn Katarium-Ohr? Auch so, weil wir es wahrscheinlich händisch gemeint haben. Wird halt irgendwie random mitgenommen worden sein. Also, aber wir können es halt noch nicht scannen. Das ist das, was ich... Ja, es gibt halt immer wieder solche kleine Adern, die man halt abbauen kann. Wird eine von denen halt gewesen sein. Ja, zur Hintergrundmusik, normalerweise würde ich das ja auf meinem Rechner laufen lassen. Aber dieses Mal haben wir es... Ja, danke Handy. Dieses Mal haben wir es über Musikbot laufen. Also, wenn es so zu kleinen, ganz, ganz kleinen Ausfällen kommt, wie sie jetzt gerade der Fall war. Ups. Dann seid uns da bitte nicht böse. Welche Taste war jetzt nochmal? Was? P. Es war doch P. Ach ja. So. Für? Fotomodus. Für die Screenshots. So. Genau, ich wollte jetzt Modular Frames wollte ich zimmern. Und zwar 10 Stück. So 10 Stück, genau. Und Rotoren brauchen wir auch 50, oh Gott. So. Dann hier noch mal ein paar Rods, davon haben wir ja genug. Und dann ballern wir uns nochmal. Ach ja, fast. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So, dann können wir 50 Rotoren machen. Ja, das braucht auch wieder seine Zeit. Dann brauchen wir 200 Käbelchen, 1000 Wires.